Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hier zurück zu Pokémon White 2. Wir reden hier gerade nochmal mit Adeku, der uns wieder erklärt, was für ein super Friseur er vor sich hat. Gut, soll es nicht weiter kümmern. Und ja, nun geht er hier rein. Das hier sieht ein bisschen aus, ich hätte es jetzt gesagt, Fußballfeld, aber es ist natürlich ein Pokéball hier in der Mitte. Aber quadratisch, wow. Naja, gucken wir jetzt, was er uns noch so zu sagen hat. Das sieht ein bisschen nach einer Trainerschule aus. Will ich was sagen? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich bekommt man hier dann die Tutorials und die Einführung und sonstiges. Ja, nette Bewegung auch hier. Das nehme ich zumindest an. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Kann man wohl auch nicht sein, aber ja. Gut. Hier ist natürlich dann Rankenhieb wesentlich stärker, weil es sehr effektiv ist als Tackle. Davor war Tackle vielleicht ein bisschen stärker, aber ja. Rankenhieb noch einmal. Boom. Und damit geht er down und die Hoffnung keimt plötzlich wieder hoch, dass dies nicht das letzte Mal war, dass wir diese Affen gesehen haben. Natürlich, der Ischu-Pokédex wurde von 150 auf 300 erweitert. Das ist eine großartige Neuerung. Einer der besten in diesem Spiel. Aber eine Sache, die noch stört, ist eben, dass ich Angst habe, dass, ja... Es kann jetzt natürlich nur einmalig hier am Anfang sein, da wäre es überhaupt kein Problem, aber das Zeug löst einfach ein gewisses Traumata an einem aus. Verständlich sieht, dass man das in den Pflanzenaffen nicht hat. Vielleicht haben die jeweils das Pokémon, was sich vom Starter unterscheidet. Weil es sind ja nur zwei, ich glaube, trotzdem wären es drei Trainer und wow. Dem blieb aber auch haargenau noch ein Kaffee übrig. Ciao. Ich weiß gar nicht, ob der einen Fokus-Grip benutzt hat. Ich denke mal nicht. Weil sonst eine Animation zu sehen gewesen wäre. So. Gucken, ob wir irgendeine Belohnung kriegen. Ja. Okay, ich glaube, er hat mich geheilt. Oder? Was hat er jetzt gemacht? Ja, er hat mich geheilt. Oh, Moment. Yorklef hat uns etwas gefunden. Was? Ich möchte das Item. Nein, ich möchte auch nicht tauschen. Ich möchte das Item. Okay, das war neben. Dann gucken wir mal, was das für ein Item war. Das wir haben. Okay, wir haben hier X-Angriff. Kommt für die Hilfe und ein Fluchtseil hat York ja scheinbar gehabt. Okay, gut. Sonst noch irgendwas? Nö. Oh, was ist das denn für einer? Habe gerade in sein Gesicht gesehen, das sah ja echt krass aus. Und wie sieht nach Dr. House hier? Das könnte echt Dr. House sein. So, und Kittel vom Aussehen her. Und ich habe keine Ahnung, was er uns gerade gegeben hat. Aber eine Münze gibt er uns noch dazu. Also, falls jemand von euch weiß, was es damit auf sich hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist echt Dr. House. Damit ich da besser im Bilde bin. Und ja, Adeku ist wirklich unfassbar präsent in dem Start dieses Spiels. Fällt mir jetzt nur so am Rande auf. Okay, gut. Ja. Dann wollte ich noch eine Sache anmerken. Genau, das hier. TM21, das ist Frustration. Und da wechselt die Stärke, die es hat, je nachdem, wie sehr das Pokémon einen hasst. Also für mich ist nichts, da es mir schwerfällt, meine Pokémon mit Hass zu behandeln. Aber ja, vielleicht für einen von euch. So, und hier ist im Übrigen noch ein Item, das ich euch natürlich in keinem Fall vorenthalten möchte. Und dieses Item, also muss ich hier echt immer gucken, oder was? In Schwarz und Weiß war es ja wenigstens so, dass immer das Neueste oben war. Ist es ein Pokéball? Ich glaube, es ist ein Pokéball. Nehme ich mal an, weil Domi hat, glaube ich, einige verbraucht. So. Oh. Da kann ich nicht weiter. Okay. Gut. Da wir auch bei der Farm nicht weiterkommen, nehme ich mal an, dass wir jetzt zurück nach Hause müssen.
Denn die riesige Großstadt, die man zu Hause hatte, hat eine Arena beinhaltet. Und die sollten wir nicht auslassen. Auch. Und die sollte ich vielleicht auch mal jemand anderes trainieren. Also Domi und ich haben uns geeinigt, dass wir Voltilab auch trainieren. Das werde ich glaube auf jeden Fall machen, sobald Sammy vorher noch ein Level erreicht hat. Aber es sieht eher so aus, als würde es auf die nächste Route hinauslaufen. Weil natürlich jetzt, wenn ich in mein Heimatdorf zurückkehre, benötige ich jeden einzelnen Erfahrungspunkt, den ich kriegen kann. So, wie geht's denn jetzt zurück? Hm? Ja, nee. Oh, der fühlt sich auch echt cool mit seinen Jumps, oder? Also seine Musik aus den normalen Pokémon Schwarz und Weiß ist wieder da. Das ist ganz lol, aber ansonsten fühlt es sich mir schon ein bisschen zu cool, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ja. Wahrscheinlich philosophiert er gerade wieder, was Stärke bedeutet, wie er es schon oft bei Jaren getan hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch und da treffen wir noch einen Pokémon. Das kann wieder zumindest reichen, um uns noch über die 13 zu bringen. Und das ist relativ gut, weil da lernt Zappy voll Wachstum und damit ist es durchaus eine Attacke, mit der er auch was anfangen kann. Die mir auch gegen den Arenaleiter helfen kann. Also ich glaube schon, dass die mir helfen wird. Und gegen ein Level 4 Pokémon soll es auf jeden Fall reichen. Das Episode ist aber gleich, so wie ich das überblicken kann. Heißt, je höher man gelevelt ist, desto weniger EP kriegt man. Wobei, 18 ist zu wenig. Und ja, da kommt Wachstum. Ich werde gegen das hier vergessen lassen. Das müsste Wickel sein. Ja, und Wickel braucht nun wirklich kein Schwein. Also, ciao. Gut, gut. Und dann betreten wir mal diese Tür. Das sollten wir eigentlich fast da sein. Jo, sieht gut aus. Okay, jetzt muss ich nur überlegen, wo ist denn die Arena? Ah, hier. Aber eine richtig, richtig große Stadt, die man hat, das ist das erste Mal in der Pokémon-Geschichte, sonst ist immer Avenitia, das kleine Dorf und ja, Dr. House ist wieder da. Wobei, was ist das, was er da als Mund hat? Ist das irgendwie eine Gasmaske oder what the fuck? Sieht ein wenig crazy aus. So eine optische Täuschung. Okay, wir kriegen noch eine Münze. Also um Aufklärung ist gebeten, Leute. Das ist dann irgendwas mit 50. Okay. Gut, dann rein in die Arena. Die doch ziemlich interessant aussieht. Okay. Interessant. Die, das Design ist ein wenig merkwürdig. Sieht ein bisschen aus wie ein Kolosseum, die Prima-Arena. Hier ist die Tafel mit der Statusveränderung. Okay, das ist doch mehr die Trainerschule, als sie vorhin der Fall war. Ah, da ist der Eingang. Okay. Eine kleine Bücherei. Ach, die Arena ist chillig eingerichtet. Das ist cool. Das ist cool gemacht, meiner Meinung nach. Gut. Rein da. Und ja, was könnte es ohne ihn sein? Der genau gleiche Spalt wie ein Pokémon Schwarz und Weiß. Und er gibt einem Tafelwasser. Aber ich bin gerade ein wenig über das Design verwundert, weil ich meine, das ist ja doch ziemlich ja draußen irgendwie. Und hey, es ist Jaren! Schaut ihn euch an und er ist ohne Brille. Und ja, es wurde bereits geleakt, dass Jaren ein Arena-Leiter ist, allerdings hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass man ihn so früh trifft. Das ja, nee, da kann man schon gegen ihn kämpfen, oder was? Ja, wie leben ist das denn? Oh Gott. Ja, super. Ja, dann machen wir mal, okay, guck, wie man sich da hinstellt. Aber das ist echt schwach, also natürlich, es gibt immer Trainer in Arenen, die freiwillig sind, aber das war jetzt ein bisschen plump, meiner Meinung nach. Aber gut, sag mal nichts gegen. Nagelotz. Okay, ich greife mal so an. Ich würde gerne anfangen, Voltilab zu trainieren, aber das ist jetzt gegen Level 9 Nagelotz ein relativ schlechter Zeitpunkt. Das würde ich sagen, machen wir dann später auf den Routen noch intensiver.
Er braucht jetzt auch die Cup, die EP für den Kampf gegen den Arenaleiter. Oh cool, ein Yorkcliff. Das ist doch gut. Einmal. Oh. Hält gut aus, das Sündchen. Ist auch eine gute Idee, finde ich. Für den Start kann man den durchaus mitnehmen. Wenn er dann zu Terribark wird oder noch besser zu Bismarck. Es ist schon ein echt starkes Pokémon. Leider verliert er so, wenn er zu Terribark wird, seine Fähigkeit Mitnahme, was ich bis heute schade finde. Weil Mitnahme doch eine coole Fähigkeit ist, vor allem wenn man mit ihm rumreist. Aber er ist echt kein schlechtes Pokémon. Meiner Meinung nach auch besser als Nagelotz. Also da tut er auf jeden Fall nichts Falsches. Okay. Ja, gut so. Nächster Kampf. Mal gucken, was sie uns zu bieten hat. Okay. Aber mir ist jetzt so noch den ersten Routen aufgefallen, dass man fast immer neue und alte Pokémon findet. Also der Deck ist ja jetzt auch halb, nicht die Hälfte alter Pokémon, die Hälfte neuer Pokémon. Und ich finde, das ist bisher wirklich gut umgesetzt. Man findet die klassischen Issue-Pokémon, aber auch viele andere zu Start. Ja, eine schöne veränderte Story zum Start. Ich bin dann auch sehr gespannt, wie diese Story genau sein wird, sobald ich tiefer in das Spiel eintauche, wenn es dann auf Deutsch rauskommt. Da freue ich mich wirklich drauf. Habe ich auch schon vorbestellt auf Amazon. Und kann es kaum abwarten. Aber wird wohl noch mindestens bis zum Ende vom Herbst dauern, bis es bei uns rauskommt, weil es relativ viel Übersetzungsarbeit ist. Allerdings, was ich dabei nicht verstehe, ist, warum zum Beispiel The Legend of Zelda überall gleichzeitig rauskam. Gut, dieser Termin war von Satoru Iwata so gewollt, weil er wollte, dass praktisch alle es blind spielen. Also hat man dann wahrscheinlich den japanischen Release auch noch ein bisschen rausgezögert, bis alles übersetzt war. Aber trotzdem, man bekommt ja auch europäische Versionen hin und relativ deckungsgleich. Und da muss man ja dann es wirklich so machen, dass alles, und in diesem Fall wirklich, das alles wird ja in, keine Ahnung, 6, 7 Sprachen übersetzt. Ich meine, Europa hat so, ja, ich würde sagen, so viele unterschiedliche Sprachen auf engstem Raum wie eigentlich selten. Und da dann natürlich das zu übersetzen, ist so punktgenau, das ist schon eine Leistung, aber es, also viele kriegen das hin. Und ja, deswegen fände ich es einfach auch mal schön, wenn die Spiele näher zu uns kommen würden, dann will ich es als 6 Monate, weil ich finde 6 Monate ist schon ein bisschen derbe zu übersetzen. So. Aber jetzt wollen wir Sharon nicht länger warten lassen. Okay. Hat einfach gerade andächtig geschaut. Wir wissen nämlich das Design davor. Oh Gott, wie sah der denn aus, bitte? Oh Junge, das war ein tiefer Absturz. Also davor sah ja schon komisch aus, aber das hier ist schon ein relativ tiefes Niveau. Muss einigermaßen vorhin hier zu drücken, oh Gott. Ja. Gucken wir mal, wie wir hier durchkommen. Okay, ist jetzt. Okay. Ich denke, ich werde jetzt auch mal Wachstum einsetzen. Zumindest einmal. Dann geht nämlich sein Angriff und sein Spezialangriff. Und im Moment habe ich nur Spezialangriff. Autsch. Aber es ist dennoch. Wird mir dennoch helfen, hoffentlich in diesem Arena-Kampf. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr gemacht, aber nicht so viel. Aber ich wollte jetzt auch nicht weitermachen, weil da macht er mit Tackle durchaus keinen schlechten Schaden. Ah, und Tränke hat er erinnert. Natürlich. Ist etwas, was man eigentlich nicht vergessen konnte. Nächster Tackle, und das sollte es dann gewesen sein, Nagelotz. Wie viele Pokémon hat er denn? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und ne, man sieht das auch irgendwie gar nicht. Früher wird es immer mit den Bällen links oben angezeigt. Das sieht man jetzt echt nicht mehr. Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie viele Pokémon der hat. Ich würde jetzt lieber mal einen Trank einsetzen. Man kann ja nie wissen. Cool, Yorkcliff hat schon wieder ein Item. Ich hoffe, ich denke dran, es ihm nach dem Kampf wegzunehmen. Wenn ich nur wüsste, was die immer einsetzen, sie benutzen auf jeden Fall was, was ihren Status erhöht. Aber da fällt mir gerade fast nichts ein, was das sein könnte.
Ach so, Kraftschub vielleicht. Setzen die Kraftschub ein? Könnte ich mir zumindest vorstellen, denn das hat Alo da mal. Quatsch, das hat der erste Arena da auch einem als Autsch TM gegeben. In Schwarz in Schwarz und Weiß 1. Da hat man Kraftschub gekriegt, wenn man gegen Benny, Alo, Quatsch, gegen Benny, Mike oder dem Feuertypen gewonnen hat, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. So, Jerem wäre niedergeworfen. Cool. Und wir erhalten den Orden. Okay, der sieht schon mal aus wie die in Schwarz und Weiß. Genauso wie der, ja. Das Köfferchen und die Animation. Wahrscheinlich sagt er gerade, ja, du erinnerst mich an jemanden, den ich mal kannte. Okay, wir hatten TM 83. Das müsste sogar Kraftschub sein, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig informiert bin. Ich werde es allerdings nicht Serpifoy beibringen, weil der hat ja Wachstum, damit wäre es relativ sinnlos. Vielleicht zu Voltula, mal gucken. Aber ja, wir sind auch am Ende dieses Parts, Leute. Also, wenn er euch gefallen hat, ich freue mich immer, wenn ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützt. Falls nicht, halt einen runter. Und ja. Oh, Bell ist da draußen. Aber da würde ich dann Domi das nächste Mal weiterführen. Ich freue mich dann darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, Leute.